Vorteile von der Bewegbilder in der Unternehmenskommunikation finde ich stark im Vernetzen der Mitarbeiter, gerade im Informationstransfer, vor allem überall, weil wir kennen es, jeder hat sein Handy überall dabei. Wir schauen Fernsehen, wir sind auf YouTube, das ist das Medium für der Zukunft und wegen dem zieht eben auch interne und externe Kommunikation in der Unternehmenswelt mit Bewegbild so gut. Man kann viel schneller publizieren und es braucht wirklich sehr wenig, um Bewegbild zu schaffen. Dass man vor allem auch Situationen darstellen kann, Hintergründe, die man sonst mit schriftlicher Kommunikation nicht so gut kann, dokumentieren kann. Thema Glaubwürdigkeit, das wird noch viel einen grösseren Stellenwert einnehmen, als es jetzt im Moment, wie ich das beobachte. Und zusätzlich habe ich das Gefühl, dass es einfach insgesamt heute dem Zeitgeist entspricht, dass man halt sehr gerne Video schaut, etwas, das sich bewegt. Man kann es auch viel besser behalten, die Inhalte. In der Vergangenheit haben Unternehmen sich sehr stark darauf konzentriert, ihr Image mit Bewegtbild zu pflegen. Aber das nimmt jetzt mittlerweile andere Dimensionen an. Es gibt Unternehmen, die schon eigene Channels haben und schon sehr routiniert verschiedene Themen bedienen. Und es gibt solche, die haben noch nicht einmal angefangen. Also wenn ich jetzt auswärts bin oder vielleicht im Field, kann ich einfach mich super verbinden. Dort anzugehen, um wirklich zu zeigen, was ist spannend, was interessiert die Leute. Ich gehe davon aus, dass die Schweiz etwa gleich weit ist wie das europäische Umfeld. Also durchaus noch mit Potenzial nach oben. Die Manager suchen schlussendlich die Nähe zu ihren Mitarbeitern über dieses Tool. Menschen glauben andere Menschen, Menschen bewegen andere Menschen. Und das kannst du mit Unternehmensvideo extrem gut so leben. Man merkt, dass insbesondere die jungen Menschen eigentlich Internet gleich Bewegtbild denken. Einer der Trends wird ganz klar sein, dass die Unternehmen noch mehr werden zeigen, noch mehr werden von sich selbst preisgeben, auftun. Früher war Technik ein grosses Problem. Sie war sehr teuer und sie war auch schwierig zu bedienen. Heute gibt es eine Haufen Technik, die mit Assistenzsystemen ausgestattet ist. Autofokus, dass Gesichter erkennt werden von der Kamera und es wird dort scharf gestellt. Also das ist keine Hexerei mehr. Und vor allem, es ist zahlbar geworden. Das Bewegtbild, das kommt. Firmen sind jetzt am Evaluieren, am Testen, machen Probesendungen intern immer mehr. Es sind mittelgrosse, grosse Konzerne, die das jetzt entdecken, weil es ist einfach der Zeitnerv. Wir merken, dass immer mehr Unternehmen auch jetzt professionelle Kameraleute selber in ihr Unternehmen einstellen, sogenannte VJs, und dass sie natürlich auch ihre Lernenden, also die jungen Leute, die nachrücken, einsetzen, um eigene Inhalte zu produzieren. Wir sehen jetzt aber von Microsoft auch immer mehr Richtung künstliche Intelligenz, also dass ich wirklich automatisch vielleicht schon Vorschläge habe, für welche Gruppen welches Video interessant sein könnte. Grundvoraussetzung ist allerdings, er muss auch eine Botschaft haben, die er erzählen kann. Sonst hätte er vielleicht ein tolles Video gemacht, wo aber einfach kein Mensch schaut. Ich nehme mit, dass Video immer wichtiger wird in der Unternehmenskommunikation und dass man das selber als Handwerk lernen muss. Ich würde am liebsten ganz viele Kunden hierher schicken. Sie hätten ziemlich viel gelernt. Etwas, was ich eigentlich schon länger mittrage, ist, dass ein Bewegtbild ganz wichtig ist in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation. Ich habe gemerkt, dass das noch viel einfacher ist, als man das eigentlich immer angenommen hat. Also jetzt gerade heute zeigt wieder mehr, dass Video umso wichtiger wird auch in Zukunft. Kurz, prägnante Videos haben sicher mehr Erfolg als lange Videos. Das Potenzial, das wurde heute ganz deutlich aufgezeigt. Und das Tolle auch, nicht nur Wissen, sondern tatsächlich auch konkrete Handlungsanleitungen.